Hallo und herzlich willkommen am 8.6.2020. Das ist wieder mein Videoblog. Heute ist Montag. Und Claudia war da. Von 13 bis 17 Uhr. Meine Eltern waren in Linz im IKEA. Etwas fürs Bad holen. Und wir waren den ganzen Nachmittag alleine oder fast den ganzen und hatten sehr tiefgründige Gespräche über Familie und so und Erfahrungen und darüber, dass nach einem Monat noch nicht so viel Vertrauen da ist, um mir alles Mögliche zu erzählen und dass ich in Sonja leichter lesen konnte, was sie für ein Typ ist und was sie für Einstellungen hat und Ängste und Sorgen und so. Und dass es bei Claudia fast nicht funktioniert, weil sie keine eindeutige Einstellung hat, sondern alles von zwei Seiten betrachtet. Und einfach schon älter ist und nicht so leicht so. Also ein bisschen was verbirgt und man nicht so leicht in ihr lesen kann, wie es ihr geht und was sie für Erfahrungen hat und solche Sachen. Ich bin da ja sehr empathisch und erkenne an den meisten Menschen gleich den Schmachpunkt und da habe ich auch schon mal einen wunden Punkt getroffen bei Gesprächen mit anderen. Aber bei Claudia funktioniert das nicht so gut. Und ich möchte die Leute natürlich nicht verletzen und nehme dann auch Rücksicht. Aber es ist halt schon öfter passiert, dass ich den wunden Punkt bei jemandem getroffen habe, ohne dass ich es gewollt habe. Und mir fällt halt auf, dass ich in Claudia nicht so gut lesen kann, weil sie schon älter ist und sie ist nicht alt, aber 34 ist halt schon älter als 23 und sie hat eine feste Meinung zu was und steht dahinter und schaut aber immer aus mehreren Blickpunkten auf ihre Meinung und verurteilt keinen vor und ist da sehr offen. Hat mir auch schon sehr viel erzählt, aber selbst kann ich nicht gut in ihr lesen. Zumindest bis jetzt. Und darüber, dass ich halt nicht so ein großes Vertrauen schon zu ihr habe, wie zu Sonja. Die kenne ich jetzt doch schon ein Jahr und das Vertrauen muss ich auch stufenweise aufbauen. Und das dauert einige Zeit. Und das kann man nach einem Monat noch nicht so sagen. Oder ich für meinen Teil nicht. Das war ein ganz interessantes Gespräch und sehr offen und sehr intensiv, auch etwas anstrengend, aber ganz okay. Und hat uns auf jeden Fall weitergeholfen im gegenseitigen Umgang. Ich habe außerdem mit Kerstin telefoniert über meine momentanen Stimmungsabbrüche. Ich habe keine wirklichen Stimmungsschwankungen wie sonst immer, sondern meine Stimmung bricht plötzlich ab und dann geht's mir nicht gut. Und ich bin sehr lärmempfindlich in letzter Zeit.
Also immer jetzt, wo Anke Geburtstag hatte, da waren immer Gäste da und da habe ich mich nie lange aufgehalten, weil es mir zu laut war. Und ja, das sehr anstrengend für mich ist. Und dass ich halt sehr viel nachdenke und grüble und mich schlecht entspannen kann. Und darüber habe ich mit Kerstin gesprochen. Und am 19. könnte ich das erste Mal wieder zu ihr kommen. Zum ambulanten Gespräch. Oder zum ambulanten Gespräch. Das muss ich noch mit meinem Vater besprechen. Aber das sollte kein Problem dabei sein. Das ist ein Freitag und wir haben ja immer den Termin am Freitag gehabt jetzt seit diesem Jahr. Und jetzt nach fast 3 Monaten finde ich es auch wieder mal notwendig, einen Augenkontakt und eine Präsenz wahrzunehmen und bei dem Gespräch dabei zu haben und nicht immer nur telefonieren, sondern auch mal live sehen. Und Scheibs ist kein Corona-Spital mehr und die Maßnahmen werden gelockert und die Physios haben auch ihre Therapie schon wieder aufgenommen, die Ambulante. Und deswegen wollen wir am 19. auch eine Gesprächstherapie oder keine Therapie, eine Gesprächsbegleitung weiter fortsetzen. Ich muss Kerstin nur morgen oder so schreiben, ob das am 19. das wird und ob Mama oder Papa Zeit haben. Und ja, um wie viel Uhr? Sonst geht's mir ganz gut. Das Gespräch mit Claudia und Kerstin war relativ gut und habe ich gut weggesteckt eigentlich, auch wenn es ein bisschen anstrengend war, sich so lange zu konzentrieren, aber morgen kommt Claudia erst um 2 bis um 6. Und ich werde sehen, wie ich damit umgehen kann. Und übermorgen kommt sie auch von 2 bis um 6. Weil morgen und übermorgen fängt sie bei der neuen Kundin an. Und das geht immer bis um 2. Also mit der Autofahrt zu mir. Am 23. habe ich mir jetzt freigenommen. Das ist ein Dienstag. Da muss ich mir noch überlegen, ob ich Sonja frage, dass sie kommt. Oder ob ich mir den Tag freinehme, damit es mir nicht zu viel wird. Aber den Dienstag haben wir mal gestrichen. Und ja, so ist die Planung für die nächsten Tage. Am 16., 17. oder so sollte ich wieder Katheter wechseln. Da muss aber meine Mutter vorher zu Hause ärztin besprechen, was für ein Antibiotika ich vorher nehmen soll. Weil mir von dem Antibiotika, das ich jetzt immer nehme, das hilft zwar gut, aber mir wird davon immer so schlecht. Und ich bekomme Bauchweh. Und das ist keine gute Lösung. Das muss meine Mutter nächste Woche noch besprechen. Und dann können wir wieder einen Termin fürs Katheterwechseln ausmachen.
Entweder beim Hübel oder in St. Pölten. Weil ich nicht mehr zum Lindner fahren möchte. Der macht's zwar gut, aber er macht's immer mit Draht. Und das tut ziemlich weh. Auch mit Antibiotika. Und ich möchte mir das mit dem Draht ersparen und deswegen möchte ich Urologe wechseln, der es ohne Draht macht. Und ja, das steht so die nächsten Wochen an. Bei Christoph bin ich auch am 15. Aber das wird man alles sehen und wird sich alles ergeben. Wir müssen Kontaktlinsen tauschen. Die jucken schon. Und die sind schon überfällig. Das müssen wir morgen machen. Und sonst ist aber nichts geplant. Kerstin schreibe ich auch morgen. Und sonst habe ich nicht viel Neues. Ich habe einige Blogaufrufe. Letztes Monat mehr als dieses Monat. Aber das Monat hat erst angefangen. Aber da hatte ich mehr neue Einträge. Ich würde versuchen, die erste Adresse in der Infobox ist mein Blog, dass ihr ihn besucht und vielleicht einen Kommentar hinterlässt zu meinen Artikeln, den Zeitungsartikeln, die online sind. Die kommen jetzt alle nach und nach in die Momag oder sind schon in der Momag gewesen. Und dazu würde ich mich über Feedback freuen. Und wenn ihr Ideen für neue Artikel habt, her damit. Das würde mich sehr freuen, weil mir gehen die Ideen aus. Christoph hat mir zwar ein paar geschickt, aber die sind eher schwer umzusetzen. Und ja, das war's wieder von meinem täglichen Blog-Update. Videoblog. Macht's gut. Ciao. Schönen Tag oder gute Nacht. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.